anschließt. Verirrte Schaf. Geknechtete des heretischen Wolfs. Ich werde über dich richten. Abwehr. Ich glaube, das verirrte Schaf machte die Hölle heiß. Ich glaube, ich bin gleich tot. Hat gerade wieder nichts gebracht, was ich da alles geschossen habe, ne? Schon bald wirst du von deinen Qualen erlöst. Ist das so? Ich glaube, dass meine Knarre echt mittlerweile die beste Waffe ist, die ich habe. Oh, hat das wehgetan? Ja, wahrscheinlich. Ich hab das erste Mal, ich drück doch immer den Kreis. Du alte Sack. Ja, komm. Ich hab... Ja, ja. Ach, ist das auch noch. Ach, scheiße. Ja. Es gibt kein Entkommen. Hab ich noch ein Kraut? Ja, zwei sogar. Also, ja. Ah! Ah, oh, Arschloch. Warum lehnst du dich auf? Ich verstehe es nicht, ne? So kann ich es nicht schaffen. Ja. Ja, okay. Boah, alter Schwede. Puh, vielleicht sollte ich direkt mit der Knarre auf ihn ballern. Problem ist aber auch tatsächlich, dass das Ausweichen nicht funktioniert. Ich drücke jedes Mal Kreis, wenn da steht Kreis, ne? Und ich werde trotzdem getroffen. Ob das daran liegt, dass ich gerade in der Schussanimation bin, ich weiß es nicht. Jedenfalls, wenn ich Kreis drücke, ist es sinnlos. Okay. Boah, es dauert schon wieder zum Ende hin, so lange da mit dem Laden. So. Okay, ich nehme noch mal die Knarre. Anschließt. Verirrte Schaf. Geknechtete des heretischen Wolfs. Ich werde über dich richten. Ach ja. Ich glaube, das verirrte Schaf macht dir die Hölle heiß. Es gibt kein Entkommen. Ah, ich konnte ausweichen. Ketzerin. Warum lehnst du dich auf? Ja, ist klar. Ich kann aber eben ein einzelnes Kraut schon. Ne, ich habe gar kein einzelnes Kraut, ne? Also. Kann, ne? Jetzt aber komm. Ich geh. Das! Er wird wieder nicht weggehen. Gottlose. Die Habgier deinesgleichen ist unerträglich. Jetzt das erste Mal. Und meine Mundi ist schon ziemlich am Arsch. Hat das wehgetan? Du kleine Närrin. Ich habe Kreis ge- Sag mal! Ich hasse dich! Dafür! Du lässt mir keine Wahl. Wer nicht bereit ist, Buße zu tun, bekommt die Peitsche zu spüren. Ach, jetzt aber. Gut. Ja, super. Okay, da muss ich mal eben hier... Oh, da liegt doch ein Spray rum, sehe ich gerade. Ja, komm. Du musst bestraft werden. Deine Mutter muss bestraft werden. Damit ist es ganz schlecht.
Andere Richtung? Okay. Ich. Okay, da war doch mal wieder die Knarre, ne? Okay. Sühne deine Schuld. Ja. Okay, ich hab aber noch, ja. Ich hab noch. Ich krieg grad was Neues hier. Was macht er jetzt? Super. Mach dir hier einen auf. Naja. Ach, er wieder. Was soll ich da tun? Mutter ist unsterblich. Ach, scheiße. Ja. Oh, der macht mich gerade wahnsinnig, ne? Okay. Kann ich herstellen noch was? Ich guck gerade. Ja. Ah, Pistolenmunition. Viel besser. Okay. Oh nee! Nachladen. Jetzt hab ich ihn. So komm, dreimal muss doch reichen. Ja! Okay, immerhin. Zentrale, komm. Ich hab den Stein. Bin mal gespannt, was der Zoll dazu sagt. Gute Arbeit, Ada. Jetzt verschwinde von dort. Verstanden. Jemand kommt dich abholen. Okay. Jetzt steht er wieder auf. Bleibt nur zu hoffen, dass du auch erfolgreich warst, Leon. Okay, aber sie wird doch gar nicht. Jetzt bin ich gespannt, warum, wie das jetzt erklärt wird, dass sie da jetzt. Ach, stimmt ja, sie wird ja gefangen genommen. Hey da! Kreatur! Du
nicht viel Zeit. So, jetzt müssen wir. Ja, wir müssen Raketenwerfer finden. Mal ja, kurz gucken, hier ist noch nichts mehr einzusammeln, ne? Ja. Ist noch eine Kiste. Okay. Dann suchen wir mal. Genau, wonach ich gesucht habe. Ah ja. Okay. Ja gut. Das war's. Ja, dann komm. Hin da. Da muss ich nur irgendwie hin. Ah, die Zeit läuft. Okay. Ja, ja, ich sehe schon. Okay, gut. Dann schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Möglichst schnell. Es kommt immer noch ein bisschen was. Okay. Hoppala. Sehr schön. Einfach jetzt laufen. Keine Zeit. Au, was war das denn? Gut, dass ich noch Geld einsammle hier. Wo muss ich denn lang? Da? Ja, aber... Hä? Ich sehe nicht, wo ich lang muss. Tut mir leid. Wo denn? Muss ich irgendwo hoch? Wie komme ich hierher? Es tut mir leid, ich sehe nicht, wo ich lang muss. Ich sehe es einfach nicht. Ach man, jetzt verrecke ich, weil die Zeit abläuft und ich nicht... Muss ich hier dran drehen? Nee. Ich bin irgendwo unten. Hier! Oh, das habe ich nicht gesehen. Sorry. Ja, wahrscheinlich werde ich das nicht mehr packen, ne? Nicht mehr viel Zeit bis zur Explosion. Ja, ich weiß. Ja gut, dann lass mal den einfach da liegen. Hi. Rüber. Ich höre schon. Okay. Einfach durchrennen. Haut da, haut da, haut da. So einfach. Kannst du dich einen davon nehmen? Ich dachte, sie nimmt sich jetzt einen von den Raketenwerfern. Nö. Ah, hoch da. Das haben wir es ja. Okay. Das kann nicht alles sein, oder? Haben wir es? Ja, haben wir. Okay. Okay, ich muss immer noch zu ihm hin. Dann hat man aber echt gut Zeit, ne? Ist da noch was? Ja. Ja, was ist jetzt los? Ernsthaft? Ihr könnt mich doch jetzt nicht aufhalten. Au! Klebt noch. Moment. Gib mir schnell ein Spray oder irgendwas. Langsam wird's eng. Okay. Okay. Ah, das ist so scheiße. Oh, nee! Ja, das wusste ich doch nicht, dass...
wieder durch. Ich muss schon wieder... Oh, alter Schwede. Was geht denn hier noch ab? Geh weg da. Geh weg. Keiner. Auch nichts mehr. Ashley! Hey! Hallo! Schnell! Sie müssen Leon helfen! Schon dabei. Na, vielleicht ist die Zeit doch nicht so großzügig. Mal gucken. Ich habe da halt schon Zeit vertrödelt. Settler ist ganz schön mutiert, ne? Okay. Haben wir es dann jetzt gleich? Ja, nice. Glaub. Na, endlich! Soll das werden? Nimm's nicht persönlich. Luis und ich hatten einen Deal. Keine Sorge, ich pass gut drauf auf. Zeit zu gehen. Kommst du? Ich befürchte, ab hier gehen wir getrennte Wege. Verstehe. Bis nächstes Mal, Leon. Leon! Ja, sehr cool. Aber auf jeden Fall um Welten besser als das alte Separate Race, finde ich jedenfalls. Macht richtig Bock. Doch. Stell mich durch. Ich habe den Bernstein. Ausgezeichnet. Eine Frage. Was wirst du damit anstellen? Ich bezahle dich nicht für Fragen. Nur so viel soll verraten. Ein neues Zeitalter bricht an. Hunderte werden ihr Leben für das eines Einzelnen geben. Ich treibe diesen Wandel voran. Dann geht es um Millionen von Opfern. Milliarden. Wie ehrgeizig. Wir ändern den Kurs. Los. Okay, das war also das Ende. Sehr, sehr cool. Also,
Es gab, glaube ich, keine Stelle im Spiel, wo ich gesagt habe, die war richtig, richtig scheiße. Also es hat alles Spaß gemacht, auch die Bosskämpfe waren abwechslungsreich, fand ich. Und waren auch alle machbar. Klar bin ich dann hin und wieder mal gestorben, aber man hat auch mal schnell gecheckt, eigentlich, was man genau machen soll. Und ich fand's cool, dass man auch mit dem Händler viel machen konnte. Es hat sich wirklich gelohnt, auch hier im DLC Schätze zu sammeln und zu verkaufen, Waffen zu tunen, weil es war doch einiges zu tun. Also es war jetzt auch, meine ich, vom Gefühl her länger als der alte DLC. Das denke ich schon. Man hat viel, viel mehr gemacht. Also zumindest kam mir es so vor. Und eine geile Ergänzung zum Hauptspiel. Ich mag das Hauptspiel ja auch schon sehr gerne. Also auch das Remake vom Hauptspiel mochte ich sehr gerne. Ja, also tatsächlich muss ich hier beim DLC sagen, der ist wirklich besser als das Original. Ne? Und was das Hauptspiel angeht, da bin ich halt immer noch zwiegespalten. Ich finde halt beide vollkommen in Ordnung und fast gleichwertig. Es sind halt ein paar andere, ja, Mechanismen dazugekommen im Neuen. Aber ich hatte das in den Kommentaren auch gelesen, ich glaube Ramon war das, der sagte dann ja auch, dass bei dem Alten die Steuerung halt so schlimm ist. Also, ja, oder hakelig, wie auch immer. Finde ich nicht. Also, wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen und ich komme mit der Steuerung sehr gut klar, auch mit der alten Steuerung. Ich mag die neue auch. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass die ein oder andere besser ist. Also, finde ich jetzt nicht. Deswegen, die Steuerung, da gebe ich, finde ich nicht, dass es eine Verbesserung ist. Es ist eine andere Steuerung, aber ich komme mit beiden gut klar. Vom Gameplay her ist das Neue natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen hektischer alles und so weiter. Aber es, auch damals hat es schon Spaß gemacht mit den Schätzen, das zu kombinieren und so. Ich sehe die auf einem ziemlich ähnlichen Level. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Remake besser ist als das Original. Das würde ich eigentlich grundsätzlich fast nie sagen bei dem Spiel. Ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, dieses Projekt. Normalerweise sage ich ja immer am Ende eines Projekts, was das nächste sein wird. Da wir jetzt aber hier die Situation haben, dass es das letzte Projekt des Jahres ist und ich weiß ja noch nicht genau, wann ich jetzt im Januar wieder mit Aufnehmen anfange. Ich denke mal, dass es erst Mitte Januar so losgehen wird mit neuen Videos. Müsste man nochmal gucken. Ich möchte es noch nicht verraten. Ich habe es zwar schon im Kopf, was kommen wird, aber das sage ich jetzt an dieser Stelle einfach mal noch nicht. Und ich müsste jetzt echt rechnen. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Sind wir schon kurz vor Silvester, wenn dieser Part hier rauskommt? Ich weiß es echt nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen guten Rutsch. Ich hoffe, wir haben noch Dezember. Müsste aber eigentlich so sein. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Ich gucke jetzt mal, ob ich die Credits einfach mal überspringen kann. Und vielleicht kriegen wir noch eine kleine Auswertung, die jetzt wahrscheinlich nicht gut ausfallen wird. Weil, ja, wie gesagt, ich habe jetzt nicht wirklich auf Zielgenauigkeit geachtet. Ich habe viel gespeichert und so weiter. Ich bin auch ein paar Mal gestorben. Also, da erwarte ich jetzt nichts Großartiges. Okay, B, ja, pff, ja, meinetwegen. Ein Spiel. Was? Hat sie was gesagt? Ha! Ja, was habe ich schon gehört? Knapp 7 Stunden haben wir gespielt. Krass. Ah. Bei unter 50% unserer Vorausberechnungen. Die Ente ist größtenteils unversehrt. Oh, Ada. Was mache ich nur mit dir? Ihr Helikopter ist in Schussweite. Sollen wir feuern? Nein. Ihre kleine Trotzaktion ändert gar nichts. Außerdem haben wir, was wir brauchen. Es geht weiter, wie geplant. Ist das der Leichnam von Krauser gewesen? Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, oder? Der Tentakelarm sah so aus. Ja, und dann geht's ja immer weiter mit Teil 4, mit Teil 5, was ich nicht so toll finde, weil Teil 5 ist für mich echt schlecht. Also, ja, also nur schlechter ist nur noch Teil 6, ne? Das ist der größte Rotz, muss ich leider so sagen, aber Teil 5 ist auch schon ziemlich mies. Habe ich einmal im Let's Play mit euch zusammen gespielt und ich war da echt nicht von begeistert, ne? Aber ja, gut.
Gut, das war's. Wir werden wahrscheinlich jetzt wieder im Hauptmenü ausgespuckt. Was ich halt schön finde, ist, man erfährt hier wirklich ein bisschen mehr, wie es weitergeht. Ne? Also auch über Wesker und so. Finde ich ganz geil eigentlich. Ja. Ich habe übrigens gehört, irgendwer sagte mir das, dass auch zu Teil 5 höchstwahrscheinlich ein Remake geplant ist. Halte ich für komplett unnötig, weil Teil 5, ja, weiß ich nicht. Ja gut, manche mögen den vielleicht toll finden. Ich finde den absolut schlecht. Aber gut, eventuell kommt aber auch ein Remake zu Code Veronica X. Da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, was da passieren wird. Ja. Also, ich bedanke mich wirklich herzlich fürs Anschauen und fürs dabei gewesen sein. Dieser Part ist vielleicht ein kleines bisschen kürzer, aber hey, ist halt so. Dafür haben wir aber reichlich Parts noch gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass das Projekt jetzt auch so lang wird. Okay, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, wie gesagt. Ich denke mal, Weihnachten sollte schon vorbei sein. Ja, auf jeden Fall. Und sehen wir uns im nächsten Projekt wieder. Vielleicht schaut ihr ja auch im Silvester-Special rein. Das sollte dann wahrscheinlich am 1. oder 2. Januar kommen. In diesem Sinne, euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.